Zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Tutorial. So, heute bauen wir mal einen Rennwagen bzw. einen Formel 1 Wagen und ich habe meine Leiste hier unten schon richtig vollgeknallt und dann fangen wir jetzt einfach mal an hier. Wir fangen jetzt erstmal an mit der grünen Wolle an. Das sind einfach nur die Chassis von den Rennwagen, also welche Farbe die haben. So, dann macht ihr einfach nur so eine Form hier. Hoppala. So eine Form, das ist schon mal auf jeden Fall der halbe Rennwagen. Wir machen jetzt mal mehrere direkt schon mal. So, ich muss ein bisschen Abstand halten, nicht, dass wir uns hier in die Quere kommen. Dann haben wir noch einen roten, haben wir auch noch hier. Oh, da ist ein bisschen knapp der Abstand, ich glaube, ich muss ein bisschen so hingehen. So, man kann auch schon erkennen, wo die Spitze ist. Ja, also hier wird die Vorderseite sein. Ist ganz simpel und einfach sind die gebaut. Deswegen brauche ich jetzt mal mehrere, weil das ruckzuck hier gebaut ist. Hoppala, hoppala. So, in verschiedenen Farben bauen wir die mal. Dann kommen jetzt die Reifen dran. Zack, zack, zack. Oh, hier muss ich auch noch was dran setzen. So, wie gerade gesagt. Dann kommen überall die Reifen dran. So. Ach komm, machen wir erstmal die Seite hier. Machen wir die alle gleichzeitig fertig. So. Ganz simpel und einfach sind die. Und ich finde, die sehen super aus. Dafür, dass sie so einfach zu bauen sind. So, da braucht gar nicht so viel Detail ran. Da haben wir schon mal die groben Fahrzeuge. Dann werden wir jetzt hier vorne die Spitze dran bauen. Überall mal so eine Quarzstufe oder Quarzstufen dran. Jetzt kommt die Quarzstufe. So, zack. Hoppala. Und dasselbe machen wir jetzt hier hinten auch. So, jetzt kriegt er mal einen ordentlichen Spoiler. Ein Rennwagen ohne Spoiler, das ist ja wie Eis essen ohne Eis. So. Schönen dicken Spoiler drauf. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Nein, du kommst mal weg hier. So. Zack, zack, zack. Ich glaube, das ist dann mein schnellstes Minecraft-Tutorial. Müsste es sein. So, jetzt kommen die ganzen Schalter noch. Wo haben wir die Schalter? Ah, ganz hinten sind die Schalter. Warum versteckt ihr euch denn immer so weit? Zack, zack. Ach komm, machen wir erst die eine Seite. Da muss ich nicht immer umschwenken. Das war ein bisschen nervig. Hier. Und wie gesagt, die habe ich auch schon auf meinem Megaprojekt, bei meinem Hauptprojekt in MineCity verbaut. Da haben wir eine riesen Rennstrecke gebaut. Und da sind die auch wieder zu finden. So, und zu guter Letzt kommt dann einfach noch ein ganz normaler Sitz rein. Da kann man einen beliebigen Sitz nehmen, wie man möchte. Ein Steinsitz, oh, hier fehlt aber noch was. So, oder ein Holzsitz, wie hier. Sind sie jetzt alle gleich fertig? Ja. So sehen die auch aus, die Prachtexemplare. Ganz schnell mal eben einen Rennwagen gebaut. Wenn ihr eine Rennstrecke oder sowas bauen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, baut die doch einfach mal nach. Die sind sehr schön. Die sehen auch von Weitem, von oben. Die sehen einfach ganz cool aus, finde ich. Also wenig Arbeit und viel Ertrag. Ich sag's mal so. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Minecraft Tutorial. Bis dahin. Ciao.